Seid gegrüßt, Kinder der Nacht, hier ist wieder das Wehrschaf. Ich freue mich, euch wieder in Resident Evil Revelations zurück begrüßen zu dürfen. In der letzten Folge haben wir die Queen Zenobia betreten und sind auf der Suche nach Chris. Bis jetzt haben wir ihn noch nicht gefunden. Wir haben nur eine glibbrige Waffe mit einer Hand gefunden und sind von einem merkwürdigen Wesen angegriffen worden. Naja, jetzt befinden wir uns auf dem Schiff und keine Ahnung, wie es weitergeht. An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke. Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia. Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergiematrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bioangriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bioterror-Organisation unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Die BSAA, eine Anti-Bioterror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, schaltete sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergie-Matrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terra Grigia-Panik. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Aber, wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terra Grigia noch immer unzugänglich. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Ah, da seid ihr ja. O'Brien, auch mal wieder mit von der Partie? Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FBC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. Aber in den letzten paar Wochen sind einige merkwürdige Kadaver angespült worden. Das konnte die FBC vermutlich nicht einfach totschweigen, ne? Jeder, der weiß, was hier passiert ist, kann eins und eins zusammenzählen. Genau deswegen habe ich die BSAA zur Untersuchung hingeschickt. Habt ihr schon eure neue Ausrüstung von Quint bekommen? Die Genesis oder so. So heißt sie doch, oder? Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein, aber ich habe sie dabei. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen. Denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Ja, ja, mach ich. Das macht mich jetzt nicht gerade zuversichtlich. So, jetzt wissen wir wohl wenigstens endlich, was hier passiert ist. Ach gut, okay, das dürfen wir jetzt auch noch selber lesen. Jetzt wissen wir jedenfalls, was hier passiert ist. Und es wundert mich nur gerade, dass wir jetzt nicht mehr auf dem Schiff sind, weil eben gerade waren wir dann noch auf dem Schiff und jetzt natürlich nicht mehr. Naja gut, okay, wir fangen mal an zu lesen. So, der Spitzname eines hochmodernen Bioscanners, der zurzeit von Global Pharmaceutical Consortium getestet wird. Es scannt das Ziel mit einer speziellen Synchronationsstrahlung. Die Ergebnisse nutzt er anschließend zur Analyse. Virenanalyse. Auch kleinste Virenmengen können entdeckt und analysiert werden. Impfstoffherstellung. Version 1.0.4.
Zeitpunkt ermöglichte es erstmals, einfache Impfstoffe auf Basis der Virenanalyse herzustellen. Aufspüren. Mithilfe der Synchrotronstrahlung kann man auch bestimmte Gegenstände aufspüren. Die Daten für Munition, Heilkräuter und so weiter sind im internen Speicher für weitere Tests hinterlegt. Wenn sich ein entsprechendes Objekt in der Nähe befindet, leuchtet der Bildschirm in der unteren rechten Ecke auf. Schön. Gut, dann haben wir jetzt also das Handbuch gelesen und wir sollen jetzt den Kadaver untersuchen. Ah, ich sehe schon. Das heißt, wenn wir jetzt hier runterspringen, kommen wir danach auch nicht mehr nach oben. Hm, gut. Ach, F. Oder doch? Wir können vielleicht hochspringen. Gut. Ja. Ah, einfach widerlich. Die sind alle verwest. Ach du, ich durfte eben gerade auch schon etwas reingreifen. So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Erfass die Daten mit dem Genesis. Gut. Also, wir rüsten es erstmal aus. So, jetzt C. Hallo, ich sollte doch es ausrüsten. Das Genesis braucht eine ausreichend große Probe, um genaue Daten zu liefern. Scannt die Kadaver am Strand und sendet mir die Daten. Okay, kriege ich hin. Obwohl, ich habe schon eine hundertprozentige Analyse erstellt. Sieh dir das an. Oh, das da ist etwas. Ja, sag ich da doch. Da ist was drin. Wie komme ich da jetzt dran? Muss ich jetzt hier weitermachen? Ich bin aber irgendwie bei 27%. Aber wenn da was drin ist, hallo. Na gut, okay, du gehst wahrscheinlich gerade zum nächsten Kadaver, oder? Da draußen. Dort war Terra Grigia. Ist das schon ein Jahr her? Ja, ein Jahr ist es schon her. Das sind die ganzen Fische. Die bringen mir also auch nicht viel. Gut, wir müssen also hier weiter scannen. Da hinten leuchtet auch was. Aber ich frage mich, warum das hier gerade nicht weitergeht. Kann man hier noch was? Aber das haben wir. Ja, Scan ist doch abgeschlossen. Aber das Ding sagt mir doch, hier wäre was Metallisches drin. Keine Ahnung, vielleicht muss ich so weiter gucken. Ich muss wahrscheinlich wieder reingreifen. Super. Keine Sorge, das habe ich schon mal gemacht. Natürlich habe ich das schon mal gemacht. Ich liebe es, in Weichteilen drin rumzuwühlen. Wie war das mit Apfelpudding? Nicht Apfelpudding, Apfelkuchen. American Pie. Was ist das? Vielleicht eine technische Mutation. Das wäre der Beweis. Ich führe damit ein paar Tests durch. Mach ihr einfach mit der Untersuchung weiter. Super. Wir sollen also hier draußen dann die ganze Zeit rumkrabbeln und uns hier alles Mögliche... Naja, okay. Ja. Und warum will ich jetzt gerade nicht so laufen, wie ich will? Ah, jetzt. Gut, man sollte auch die richtige Taste drücken. Dann klappt das schon mit dem Laufen. Weil hier drüben, da leuchtet was. Genau, guck mal, wir kriegen wieder Munition. Das finde ich sehr gut. Wie gesagt, Munition kann ich immer gut gebrauchen. Weil ich bin ja so eine kleine Schießbütige. Naja, Schießbütige wahrscheinlich eher weniger, weil ich schieße immer daneben. Ah, hier können wir wieder scannen und da haben wir eine Pflanze. Ah! Beweg dich! Ja, das sehe ich auch gerade. Danke. Das dachte ich mir schon. Keine Sorge, wir schaffen das. Muss ich da jetzt so lange drauf rumschießen, bis das Ding endlich platt ist? Genau, nachladen. Och, das Viech ist jetzt zum Glück nicht so schnell. Aber ich habe hier eben gerade so schön Munition eingesammelt. Ah, ich glaube, wir haben's. Nach Raccoon City muss das doch Kinderkram sein. Ja, das glaube ich auch. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Wie ich sehe, seid ihr okay. Macht weiter mit der Untersuchung, aber äußerst vorsichtig. Okay, ich sehe schon. Also ich muss weitere von diesen Kerlchen hier scannen. Das heißt, wir werden noch ein paar mehr finden. So, da haben wir ein Pflänzchen. Ein grünes Kraut.
Guck mal, hier hinten noch irgendwas. So in den Booten. Wer weiß, vielleicht finden wir da ja noch irgendwas. Wir sind hier schließlich etwas neugierig. Ach, da oben liegt doch auch noch was, oder? Ob man das auch mitscannen kann? Oh, gucken wir mal. Ja. Sehr gut. Das heißt, da hinten war nämlich auch noch etwas. So, komm, dann kann ich mich wenigstens schneller bewegen, weil hier hinten klebt hier auch noch was. Ah, und da ist auch noch Munition. So. Ja, wer sagt's denn? Ja, kriegen wir noch ein paar Informationen. Na, sag ich doch, hier hat sich bereits jemand umgesehen. Das war ja auch zu erwarten. Aber wenigstens haben sie uns Munition dagelassen. Damit ich wenigstens was zu tun habe. Können wir hier auch eigentlich springen? Nee, passiert nichts. Ah, da liegt noch mehr. Gut. Seht ihr, es bringt immer was, wenn... Genug Daten für eine genaue Analyse. Ach, jetzt stell dich nicht so zickenhaft an. Von den Kadavern am Strand. Ja, doch. Mach ich doch. So, wir haben diese Probe, diese Probe. Ich vermute, in der Höhle wird wahrscheinlich auch noch was sein. Ah, nee, da ist auch noch was. So. So. Und gut, der Scan ist auch fertig. Gucken, haben wir hier noch irgendwo Kleinzeug rumfliegen? Ich bezahle dich nicht fürs Spielen, sondern fürs Arbeiten. Hallo, ich spiele doch gar nicht. Wenn dann nur ein bisschen. Und abgesehen davon muss ich jetzt hier rumlaufen und die ganzen Kadaver suchen. Du machst ja nichts. Du läufst hier einfach nur hinter mir her. Und ja, ich befürchte, dass ich in diese Höhle da jetzt reingehen muss. Ah, das Viech haben wir ja gekillt. Ah, da liegt noch was. Dann sag ich das auch noch was. Hey, gibt immerhin sogar 3%. Und das Viech? Wenn wir es vorher scannen? Ah, Ziel nicht gefunden. Wir sind doch wahrscheinlich zu weit weg. Jetzt. Ah! Danke! Dieser Geruch. Das muss das Gas sein. Was für eine Sauerei. Hallo, wer von uns beiden hat vorne gestanden? Du oder ich? Mann. Super, ich habe die ganze abbekommen. Hallo, und ihr? Hier ist nichts. Ah, da ist was im Wasser. So, dann haben wir es ja gleich geschafft. Lecker. Ah, da haben wir wieder was zum Mitnehmen. Es liegt ja hier schließlich einfach rum. Ach, das heißt, ich darf nicht mehr mitnehmen? Oh, super. Das heißt, ich habe auch noch begrenzte Munition. Hm. Was haben wir denn da Schönes? Ah, Steuerung der Hilfswaffen. Waffen abfeuern mit G. Waffen beim Zielen abfeuern mit rechter Maustaste plus G. Waffen wechseln mit 1, 2, 3 oder 4. Nur wenn sie mindestens 2 Waffen haben. Ja, ich glaube, das habe ich denn ja jetzt. Das ist eine Handgranate. Okay. Oh Gott, ich glaube noch nicht, dass ich mit einer Handgranate umgehen kann. Ah, da ist wieder einer. Sehr gut. Ich glaube, wir haben den Scan abgeschlossen. So, erreicht hier Ihre Analyserate 100%, erhalten Sie einen Gegenstand zur Regenerierung. Die Analyserate verringert sich, wenn Feinde gleicher Art gescannt werden. Ah, okay. Ich habe genug Proben. Hm? Gut, schickt sie mir sofort. Mach ich. Aber erst bin ich neugierig, erst gehe ich hier hinten hin. Wahrscheinlich stütze ich hier gleich an bei meinem Glück, hm? Oder da kommt irgendwas ausgekrabbelt. Bringt es eigentlich noch was, das Viech noch zu scannen? Na gut, Scan ist abgeschlossen. Nee, komme ich auch nicht weiter dran. Gucken wir mal auf der anderen Seite vom Strand, ob wir da noch was Interessantes finden. Kann ich hier auch runter? Nein, geht nicht. Ich traue mich nicht, runterzuspringen. Und nein, die Waffen kann ich immer noch nicht nehmen. Aber guck mal, hier haben wir noch eine weitere Handgranate. Die wir sowieso nicht wissen, wie wir sie einsetzen können. So. Ja, das wissen wir doch schon, dass die sich hier bereits umgesehen haben. Ich frage mich nur, warum die dann hier die Leichen nicht auch weggebracht haben. So ein Kanister und eine Zeitung. Nee, eine Zeitung aus dem letzten Jahr.
Na gut. Also mehr Infos kriegen wir da wohl auch nicht raus. Ja, das wissen wir doch. Nee. Bringt uns wahrscheinlich auch nichts. Gut, dann gehen wir jetzt... Ah, da liegt auch noch was drunter. Aber gut, da wollen wir ja auch gar nicht weiter nachgucken. Wir gehen jetzt erstmal zurück, um die Analyse abzugeben. So. Oh nö, da kommt ja schon wieder einer. Ja, das frage ich mich auch. Aber gut, wir wissen ja, wo wir noch weitere Munition haben. Ja, genau. Nachladen. Nachladen ist immer gut. Aber zum Glück macht die das hier automatisch. Warum gehen die immer auf mich? Hallo? Jetzt wird hier Parker noch verspeist. Ich hoffe, dass ich jetzt Parker nicht erwische, wenn ich jetzt hier rumschieße. Junge! Steh mir doch nicht im Weg. So, wir holen erstmal die andere Munition. Du, wir hatten vorher auch Ruhe. Gut, genug geplaudert. Besorgt mir diese Daten. Ja, gut. Aber dann können wir mal gucken. Leck, erstmal da durchkrabbeln, ob hier auch noch was Interessantes drin ist. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch so schön gewesen. So, aber du wolltest hier die Daten haben. Anstelle, dass du die selber sammelst oder Gott weiß, was hier machst. Nein, wir müssen das Zeug sorgen. Gute Arbeit. Kein Zweifel. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Das ist die Notfallnummer. Ja, ich bin's. Was? Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Gut, dann los. Jill, Parker, ihr bleibt an dem Fall dran. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ja. Warum? Wir wissen es leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ihr Signal ging verloren, über dem Ozean. Ich dachte, sie suchen in den Bergen nach Beltrum. Aber ihrer Position nach sind sie auf... einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ihr zwei seid meine Augen da draußen. Ja, Sir. Na, jetzt wissen wir wenigstens, wie wir aufs Schiff gekommen sind. Oder was wir dort zu suchen haben. Gut, ich gehe davon aus... Oh, wir haben sogar etwas erreicht. Ja, gut, sehr schön. Ich gehe davon aus, dass wir dann gleich wieder auf dem Schiff sind und dort sehen wir uns dann auch das nächste Mal. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und auf bald. Tschüss!